Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Basteloase. Ja, heute gibt es mal wieder ein Laser-Video für euch, wieder mit dem guten X-Tool M1. In Zusammenarbeit mit hobbyplotter.de. Vielen Dank an dieser Stelle an Hobbyplotter für die Kooperation. Und heute möchte ich mit euch mal etwas gravieren. Das hatte ich ja nur nicht so ausschneiden, da haben wir schon relativ viel gemacht. Heute möchte ich mal diesen, das ist so ein Tablet-Ständer und da möchte ich mit euch was drauf gravieren. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Das dauert auch nicht so lange. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet, dass das gleich ein bisschen schneller geht. Und ich werde wie immer gleich zur Bildschirmaufnahme wechseln, damit ich euch zeigen kann, was ich da mache, um das alles richtig einzustellen. Und dann geht es wieder am Laser weiter. So, ich bin jetzt in der Bildschirmaufnahme, habe mir mein Holz schon mal reingelegt. Das ist jetzt der eine Teil von dem Tablet, der Teil von dem Tablethalter, der Teil, der graviert werden soll. Ich habe mir jetzt wieder das Basewood Plywood eingestellt, Plywood als Holz eingestellt, einfach damit ich die Parameter schon mal habe fürs Gravieren. Das macht er dann ja automatisch. Ich habe die Dicke auf 9 mm gemacht. Das war die Stärke, die ich gemessen hatte. Ich habe das vorher per Hand ausgemessen mit so einem Messschieber. Bei Gravieren ist ja jetzt das, wie dick das wirklich ist, aber nicht ganz so gravierend, weil er ja nicht durchschneiden soll. Ne? Er graviert ja nur rein, da ist das nicht ganz so wichtig mit der Dicke des Materials, die er angebt. So, ich möchte hier ein Bild drauf gravieren. Das habe ich aus einer Zeichnung erstellt, die ein Mann von einer Dame aus unserem Design-Team uns geschickt hat. Und das werde ich hier drauf gravieren. Ich habe die Datei schon vorbereitet. Beziehungsweise ich mache die nochmal kurz neu mit euch. Das ist nicht das Problem. Das heißt, ich importiere jetzt das Bild, was ich haben möchte. Ich habe mir daraus, wie gesagt, eine SVG-Datei erstellt. Das könnt ihr ganz einfach über das Internet machen. Einfach eingeben, SVG-Datei erstellen. Und dann gibt es da ganz viele kostenlose Möglichkeiten. Also ich habe hier diesen Drachen, der hier das Ei hält. Den öffne ich mir jetzt. Und jetzt soll er es mir bitte an den Arbeitsbereich anpassen, weil es ja drauf passen soll. Und die Größe ist jetzt ja noch viel zu groß. Das heißt, ich schiebe mir das schon mal ein bisschen kleiner hier. Mache das so, dass das hier gut drauf passt. Ich zoome das Ganze kurz noch mal ein bisschen größer. Genau, ist jetzt gerade nicht so gut zu erkennen, weil er die Linien jetzt in einer anderen Farbe hat, aber ich sehe, dass es passt. Ich glaube, ich kann das Ganze noch ein bisschen mal klein, Ticken kleiner. Wichtig ist, wenn ihr die Größe verändert, dass ihr wirklich alles markiert, ne? Dass ihr wirklich alle einzelnen Sachen markiert hat, damit das Ganze auch wirklich passt. So, ich habe mir hier den Drachen drauf gemacht, den ich haben möchte, in der Position, die ich möchte. Jetzt will ich da noch einen Text zu machen. Dazu gehe ich einfach hier links auf Text. Dann öffnet mir hier oben schon das Textfeld. Hier steht jetzt Hello, da gebe ich jetzt das ein, was ich reingeben möchte. Und so 1976. Dragon. Also wie gesagt, Jahr des Drachen, 1976. Ne? Ich bin 1976 geboren und das war das Jahr des Drachen oder eins davon. Das ist ja, wiederholt sich ja immer wieder. Aber deswegen fand ich das schön passend. Ich mache mir die Schriftgröße noch ein bisschen kleiner, dass das hier gleich gut mit drauf passt. Also die Schriftgröße könnt ihr wirklich einfach individuell eingeben. Ne? Einfach die Zahl eingeben, die ihr haben wollt. Quasi so lange, bis es gut passt. Das ist ja immer schon mal mit drauf. Das würde schon passen. Ich mache es vorsichtshalber noch ein bisschen kleiner.
dass es wirklich gut drauf passt. Und wenn ich das Hexfeld markiere hier, dann seht ihr ja, dann kann ich das auch immer noch schön verschieben. So, jetzt sehe ich, es passt alles drauf. Und wenn ich das habe, gehe ich nochmal einmal auf das Foto aktualisieren. Aber das sieht alles gut aus. Dann gehe ich auf Bearbeiten. Hier kann ich das nochmal sehen. Was ich jetzt sehe, ich muss dieses Bild nochmal... Ich lade mir nochmal die Datei rein, die ich vorher weg schon... Nee. Problem ist jetzt gerade so ein bisschen... So, ich markiere mir kurz den Drachen. Schiebe mir den mal kurz zur Seite. So, weil einmal habe ich jetzt hier eine Datei, die er mir bei der Erstellen gemacht hat, die ich nicht haben will. Hier diesen, diese Spitze hier quasi. Die gehört eigentlich gar nicht zum Bild. Die will ich einmal weg haben. Dazu markiere ich mir die einmal. Rechte Maustaste, gehe auf Löschen. Und was ihr seht, was ich hier eben gemacht habe, ich zeige das mal kurz, ich markiere das mir jetzt hier nochmal kurz alles. Da das ja hier auf diesem Untergrund ein bisschen schlecht zu erkennen ist, habe ich mir das einfach alles markiert und hier auf die Seite auf den schwarzen Hintergrund geschoben, weil sie jetzt erkenne ich meine Datei besser. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, dass ich hier die oben diese Linie hier, die ist ja nicht so ganz zu erkennen. Und da möchte ich noch eine geschlossene Linie draus machen. Dazu gehe ich hier links auf Vektor, auf diesen Pinsel, auf diesen Füller und setze hier an. Und dann kann ich mir hier quasi nur eine Linie ziehen. Ich hoffe, er hat es jetzt gemacht. Ja. So, dann muss ich hier an der Seite einmal nochmal wieder auf Form gehen oder so, aus dem, damit er aus dem Vektor rausgeht. So, ihr seht, jetzt habe ich hier eine Linie. Jetzt markiere ich mir das Ganze nochmal wieder und schiebe mir das Ganze hier wieder rüber. So, dass es wieder gut drauf passt. Und dann ist das soweit auch schon fertig. Jetzt gehe ich einmal hier auf... Einmal nochmal alles markieren. Und jetzt will ich ja, soll er mir sagen, was er machen soll. Soll er eine Rastergravur machen, das heißt, er soll das ausfräsen, also tiefer machen, oder möchte ich das nur, dass er die Striche macht? Ich möchte aber, dass er mir die ganzen Linien etwas doller darstellt. Deswegen sage ich Rastergravur. Hier sagt er mir den Strom, sagt er 70, Geschwindigkeit macht er 175, Durchgänger 1, Linien per Zentimeter 100. Achso, ja, er macht pro Zentimeter macht er 100 kleine Linien, die er quasi graviert. Darüber kann man das wahrscheinlich ein bisschen feiner stellen. Ich lasse jetzt hier aber mal nochmal die vorgegebenen von X-Tool. Das ist ja, wenn ich hier rechts bei Ausgabe der Haken bei X-Tool selected ist, dann wählt er das selber für das Holz aus. Wenn ich auf individuell gehe, dann könnte ich jetzt hier das selber auswählen, was ich machen möchte. Die Parameter selber auswählen, könnte ich hier auf 100 gehen und könnte das dann auch runterstellen, dass er weniger Linien pro Zentimeter macht. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja, dass er mir halt diese Voreinstellung lässt. Deswegen gehe ich hier wieder auf X-Tool Selected, dass das anmarkiert ist. Jetzt seht ihr auch, sind diese ganzen Kästchen grau hinterlegt. Ich kann da jetzt nicht reinklicken, kann das jetzt nicht verändern, aber das ist ja auch richtig so in diesem Falle. Und dann gehe ich jetzt auf Bearbeiten. Ja, jetzt sehe ich nochmal hier mein Bild, was danach ja drauf ist. Und dann kann ich jetzt nochmal auf Rahmenfahren gehen. Und er sagt geschätzte Zeit 25 Minuten. Oh gut, dann schauen wir mal. Ich fahre mir jetzt einmal kurz den Rahmen, um mal einmal zu gucken, ob das wirklich alles passt. Dazu drücke ich wie immer am Laser vorne die Taste. Gut, ich sehe, dass es passt. Das heißt, ich werde jetzt gleich den Laser anschmeißen, daneben die Kamera stellen, dass wir wieder ein bisschen sehen können, wie das Ganze arbeitet. Und dann den Laser anschmeißen, auch den Lüfter und den Air Assist werde ich heute auch benutzen.
den mit anschmeißen und dann unterlege ich das Ganze wie immer mit Musik, damit ihr den Lärm vom Laser nicht hört, aber ein bisschen sehen könnt, wie er arbeiten kann. Gut, so, dann wechsle ich kurz wieder die Kamera. Wie gesagt, hier drücke ich schon mal Start. Und jetzt muss ich ja gleich nur noch am Laser diesen Knopf vorne drücken. Das mache ich dann gleich kurz und dann legt er los. Ich habe fertig gelasert. Ich zeige euch das Ganze mal. Und zwar jetzt, er hat jetzt ungefähr 20 Minuten gebraucht für diese Datei. Und wie ihr seht, hat er das wirklich schön äußerst sauber lesbar in das Holz eingraviert. Ne? Also ich finde das, ich nehme ein bisschen weiter weg, dann könnt ihr es noch ein bisschen besser sehen. Also der hat das wirklich toll gemacht. Eventuell wäre es noch ein bisschen tiefer gewesen mit der Gravur oder ein bisschen dunkler, wenn ich den Air Assist nicht angemacht hätte. Ich hätte den Air Assist ja mit an, damit ich keine Schmauchspuren habe, aber eventuell hätte ich das noch ein bisschen, nicht angemacht hätte, wäre es eventuell ein bisschen dunkler geworden, obwohl ich finde, dass man das Vorjahr wirklich super klar erkennt. Also mir gefällt das sehr gut, also eigentlich auch, dass es nicht zu dunkel ist. Aber man hätte das vielleicht ohne Air Assist, wäre es eventuell, wie gesagt, ein bisschen dunkler geworden, weil der Air Assist kühlt ja auch ein bisschen, ne? Und dadurch wird das dann nicht so dunkel. Aber das ist doch auch mal eine coole Idee, ein Geschenk zu gravieren, sich selber etwas zu gravieren, was man auch nutzen kann. Wie gesagt, das ist ja so ein Tablet-Ständer, das heißt, das hat auch wirklich einen Nutzen. Das kann man sich schön ins Wohnzimmer auf den Nachttisch stellen oder in die Küche oder ins Arbeitszimmer, wo man halt sein Tablet gerne mal abstellt. Ja, wo man das nutzt, der ist auch wirklich stabil, der Ständer. Also der Stand hier, der habe ich meinen, ich habe ein großes Tablet, das passt da drauf ohne Probleme. Und also ich finde, das ist wirklich auch eine tolle Sache, dass ich wirklich machen. Der Laser hat jetzt für diese Datei, die ja auch doch durchaus ein bisschen größer ist, bei dem Material jetzt 20 Minuten ungefähr gebraucht. Und das ist übrigens 100% Bambusholz. Ich hätte vorher mal unten drauf gucken können, da wäre das gestanden. Aber ihr seht, Bambus geht super zu gravieren. Und Bambus kriegt man ja, Frühstücksbretter, etc. kriegt man ja ganz viel aus Bambus. Ihr müsst nur bedenken, dass der M1, so wie er ist, ohne die Erhöhung, eben maximal 16 mm Dicke kann. Das nur zur Info. Also wenn ihr ein Brett habt, was 2 cm ist, geht das nicht. So ein Schneidebrett oder sowas. Aber so ein normales Frühstücksbrett oder auch manchmal diese Schneidebretter, diese kleineren, gehen ohne Probleme. Von der Tiefe her, wie gesagt, 16 mm Maximum steht in den technischen Daten, dass sie das Maximum kann, ohne Erhöhung. Das nur mal als Hinweis. Aber wie gesagt, ich finde, das ist eine schöne Datei geworden. Man kann wirklich tolle, tolle Sachen mit euch machen, mit dem Laser machen. Ich werde auch weiter Sachen mit euch machen. Ich wollte auch noch mal ein Foto machen. Das kann man mich auch bearbeiten und dann in etwas reingravieren. Da muss ich mal vorher noch ein bisschen gucken und testen, bevor ich da ein Video mit euch mache. Aber das geht auch. Und wenn ihr Interesse an einem Laser habt oder auch an Plotter oder Plotterzubehör, schaut doch zu hobbyplotter.de rein. Die haben wirklich tolle Auswahl, tolle Preise, netter Support, netter Kontakt. Also wirklich kann ich euch nur empfehlen. Die haben den X-Tool M1 und Zubehör dafür.
Die haben eben auch Verbrauchsmaterialien dafür, also da kriegt ihr auch Holz und sowas für den M1 und für Plotter eben auch. Die haben Brother Plotter und Silhouette Plotter drin und dafür auch Originalzubehör so viel, sowie ganz viel Zubehör von Plotix. Plotix macht ja ganz viel Zubehör für Brother und Co. Und das kriegt ihr bei hobbyplotter.de auch. Also wenn ihr auf der Suche seid, ganz klare Empfehlung, hobbyplotter.de, gerne mal reinschauen. So ihr Lieben, das war's für heute mit meiner Lasergravur. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wie immer, ihr konntet mir folgen. Lasst mir doch gerne einen netten Kommentar bei. Gerne, ob sowas auch was für euch ist und wie ihr sowas findet. Ob ihr euch auch über sowas freuen würdet, zum Beispiel, würde mich auch interessieren als Geschenk. Genau, und wie immer freue ich mich natürlich auch über ein Däumchen nach oben dafür, dass ich euch das hier zeige und euch da mitnehme. Und das hilft diesem Kanal auch weiter. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst natürlich super gerne ein Abo da. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr, was ich hier alles mache. Ich mache ja neben Lasern auch Plottern und auch Kunstgestaltung generell. Schaut gerne mal die Playlists rein, da sind zu den ganzen... Dann ist das aufgeteilt in Themen, was wir alles machen, was Andrea auch alles schon auf diesem Kanal gemacht hat. Schaut da auch gerne mal rein. So ihr Lieben, das war es an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Basteloase.